Und wir spielen heute für euch eine Runde Diablo 3 mit dem Reaper of Souls Addon. So, Leute, wir haben schon unsere Klassen ausgewählt. Wir werden jetzt für euch nochmal hier die Filmsequenz starten und dann das neue Spiel anfangen. Viel Spaß damit. Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. So, Leute, sorry für die kurze Unterbrechung. Wir müssen noch mal kurz hier was Technisches machen. Geht ganz fix. Nur schnell was umstellen. Und dann geht's direkt weiter. So, das war's auch schon. Vielen Dank für die tolle Geduld. So, wir fangen jetzt direkt an, Leute. Viel Spaß mit Diablo 3, Reaper of Souls. Ich bin der belanglosen Kämpfe müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern. Und doch bleibe ich standhaft. Vor 6 Tagen traf der fallende Stern die Stadt Trestram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre suchte? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Nur die Toten riechen derart übel. Der gefallene Stern ist nahe.
suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runforth, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Die Toten suchen uns heim seit das verfluchte Feuer. Die Toten suchen uns heim seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Ich bin gekommen, um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen. Das hier ist näher an der Geschichte der Stadt, als mir lieb ist. So, Leute, ich muss mal kurz was checken. Und zwar... Aha. Das brauchen wir auch nicht. Oh, Leute. Die Questziele wollen wir auch noch anzeigen. So. Uns kommt hier nämlich ein bisschen leise vor. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen was einstellen. Das mal ein bisschen lauter hier. Vielen, vielen Dank. So, alles klar, Leute. Dankeschön für eure Geduld. Es geht direkt weiter. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt... Händler brauchen wir, glaube ich, jetzt auch noch nicht gehen. Mach den Weg frei. Ich möchte passieren. Gar nicht das, Alter. Wie kannst du es wagen, so mit mir? Die Toten stehen aus ihren Gräbern wieder auf. Das muss das Ende der Welt sein. Ein paar Helden bekämpfen sich gar nicht weit von hier. Wollt ihr mitmischen? Oh, und von mir habt ihr das nicht verstanden? Ihr wollt eure schöne Ausrüstung nicht beschädigen? Darüber müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Genau genommen stirbt ja auch niemand. Enttäuschend, wenn ihr mich fragt. Macht ihm die Hölle heiß. Wow. Jetzt passiert. Shit. Fuck, Leute, wir haben irgendwie gerade einen bösen Fehler gemacht. Scheiße. Bist du irgendwo hingelaufen oder war das der Typ? Seitdem ich geholfen hast. Oh. Gut. Hä? Warum ist das jetzt hier nicht da? Oder ist hier alles ausgewählt ist? Okay. Dann nicht. Was war denn mit der Kiste, oder? Oder irgendwas? Oh, Fatze. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie. Lea, richtig? Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Wir machen die weg. Yeah! Für die Wirtschaft ist das der Tod. Egal, was alle sagen. Das Ding, das vom Himmel gefallen ist, war kein Stein. Wegen eines Steins kommen die Toten nicht aus ihren Gräbern. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Die anderen Abenteurer auf der Durchreise sahen nicht so tödlich aus.
Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Dann werde ich ihnen ein Ende bereiten und eure Stadt retten. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens, die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Wie kann ich dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen? Ich bewundere euren Mut, aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Eure Krieger werden gerecht werden. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! Doch, das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Nicht genug Hass. Mein Hass ist nicht ausreichend. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Junge Stachelscheusale? In der Nähe muss ein Nest sein. Hallo und herzlich willkommen bei Devils. Vielen Dank fürs Einschalten. Komm schon. Wow. Leute. Ja, das klingt geil. So, wir müssen uns mal hier ein bisschen ausrüsten, dass wir vielleicht bald mal eine Chance gegen die Jungs hier haben. Und seht mal eine an. Neue Waffen. Neue Waffen braucht das Volk. Kann ich die... Wow. Verarsch mich. Cool.
probiere ich dann mal, wie lange ich damit komme. So. Lass die Scream auch mal alles durchchecken. Und dann geht's weiter. Mein Hass ist nicht ausreichend. Kehre ich nach Kanduras zurück. Die Bürde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür, den Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wanderer geholfen zu haben? Ich habe Deckard Cain immer für ein bisschen wahnsinnig gehalten. Aber vielleicht hat er recht. Vielleicht kann er den Schatten bannen, der über mir schwebt. Diablos Übel besteht hier noch immer fort. Vulkanos lächelt auf mich herab. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Onkel Deckard hat lange vermieden, hierher zurückzukehren. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. In Tristram hat Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber... Leute, jetzt muss ich nur noch mal kurz die Waffen hier auswählen. Was war jetzt hier so?
Ach, der Schütze noch nehmen kann oder was? Yay. Ihr seid ja echt großartig freundlich. Das ist immer was ganz Neues. Hast du denn alles schon zugewiesen? Ach, wenn ich das eingestellt habe, automatisch zuweisen. Leute automatisch zuweisen ist wirklich eine tolle Sache. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Hier. Lasst mich das Tor öffnen. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und aus dem Bett hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Verborgener Keller. Folgt mir. Eure Mutter hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Mehr Wut. Das geht noch nicht. Nicht genug Hass. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch... Wie ist eure Mutter gestorben? Nun, die Details sind schwammig. Aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Nicht genug Wut. Noch nicht bereit. Ich
brauchen Wut. Also zu Boden gefallen. Das Ziel meiner Jagd muss in der Nähe sein. Nicht bereit. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Zeit. Und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von das König Leos Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen.
Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Geht noch nicht. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warn, bringt mir seine Knochen! Noch nicht bereit. Das ist verschlossen. Warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Lea hat mich um Hilfe gebeten. Sie wird erleichtert sein, euch wiederzusehen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ich habe meinen Schwur gegenüber Lea gehalten und Kane gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Stern. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Tristram. Onkel, du lebst! Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir vom gefallenen Stern berichten? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben.
Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Eine traurige Geschichte. Doch ich suche den gefallenen Stern, und er ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Von Osten. Möget ihr ein letztes Mal die Hilfe der Götter. So wie der Schäfer über seine Herde wacht, werde ich mich jener annehmen, die uns beschützen wollen. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Was habt ihr über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Das dürft ihr nicht glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Ihr und Lea scheint einander sehr zugetan. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Kane überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Mehr Wut! Diablo trieb Leoric in den Wahnsinn? Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Und nachdem er zum Skelettkönig wurde? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete,
zu dem sein Vater geworden war. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Habt ihr gehört? Jeldo, wie nett von euch zu fragen. Meine Leute sind Nomaden, die wir ziehen. Wir sind immer auf Reisen und suchen das Land, in dem wir uns womöglich niederlassen werden. Ein jeder von uns hat den wahren Blick. Doch nur bei wenigen ist er so scharf wie der meine. Männer begehrten mich schon immer wegen meiner Visionen, müsst ihr wissen. Nun ja, vielleicht nicht nur deswegen, aber jeder will wissen, was die Zukunft für ihn bereithält. Meine Zukunft wird den Tod für diejenigen, die dieser Welt schaden wollen. Immer diese Kämpfe und dieses Kriegsgeschrei. Könnt ihr nicht innehalten und die wärmende Nähe einer guten Frau genießen? Die Welt erneuert sich selbst fortwährend und dieselben Ereignisse spielen sich immer wieder ab. Uns bleibt nichts anderes, als unsere Rolle zu spielen. Müsst ihr immer in Rätseln sprechen? Ich spreche in deutlichen Worten. Gebt mir nicht die Schuld an eurem Geisteszustand. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau... Sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Es tut mir leid. Es muss getan werden. Nicht genug Hass. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Oh, Hedrick, hilf mir! Mehr Zeit. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Hedrick, ich brauche eure Hilfe. Ich muss Leorix Krone finden. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Nicht das geht noch nicht. Noch nicht bereit.
Diese Kreatur muss sterben. Noch nicht bereit.
geht noch nicht. Immer noch.
Noch nicht bereit. Leider nicht tun. Räuber haben mein Grab entweiht. Nun windet sich mein Mann in Pein, weil ich nicht an seiner Seite ruhe. Bringt meine Knochen zurück, auf dass wir in Frieden ruhen können.
noch nicht bereit. Warum seht ihr mich so? Das geht noch nicht. Weiter. Noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Yeah.
noch nicht. Muss in der Nähe sein. Noch nicht bereit. Ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Noch nicht bereit. Ich kehre in die Stadt zurück. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann folgt mir und perfektioniert euer Handwerk. Ich habe tödliche Aufgaben vor mir und ich werde eure Waffen benötigen. Schlechte Neuigkeiten. Euer Lehrling ist tot. Närrischer Junge. Macht euch auf das Schlimmste gefasst und ihr werdet nicht enttäuscht. Ich danke euch für die Nachricht. Ihr habt gesagt, dass euer Ahne unter König Leoric Kanzler war. Erzählt mir von ihm. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Euer Großvater war ein Held auf seine Art. Ihr solltet stolz auf ihn sein. Was tut ihr hier? Der Leichnam eurer Frau ist noch nicht mal kaputt. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist,
dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Dir mir nichts. Ich möchte nicht über meine Frau sprechen. Tod ist tot, fort ist fort. Braucht ihr etwas oder nicht? So, wir zeigen euch jetzt mal hier Just for Fun nochmal das Banner-Menü. Einen Moment bitte, Leute. So, Leute, jetzt checken wir noch mal kurz unsere Fertigkeiten und das Inventar. Wisst ihr, wie das ist? Man muss ja auch manchmal ein bisschen Ordnung halten hier. Wir nehmen die neue Rüstung auf jeden Fall mit. Die Kapuze ist auch cool. Yay. Okay, Ledermanschetten. Dann haben wir hier... die Sichel ist auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen den Schläger rein. Ich hatte die Sichel 15, hatte die Sichel. 15,4. Können wir was, ja? Auch ganz schick. So Leute, jetzt müsste ich gleich fertig sein. Kurz nochmal Geduld. Gut, das war's. Sieht mein Typ wenigstens auch mal nach was aus hier. Verdammte Scheiße. So, Nessie rüstet jetzt auch nochmal ihren Krieger auf hier. Muss ja ab und zu mal gemacht werden. Thank you.
So, Leute, wir haben jetzt hier gleich mal fertig ausgemüllt. Wurde auch mal Zeit. Verdammte Scheiße. Wir wissen auch, wir könnten jetzt bestimmt das ganze Zeug hier auch beim Händler verkaufen. Aber gerade echt keinen Bock zu. So. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal alles gemacht. Genau. So, Leute. Das war's jetzt erstmal von uns. Wir machen beim nächsten Mal wieder genau an dieser Stelle weiter. Wir hoffen, es hat euch diesmal wieder mal gefallen. Das war der Anfang von Diablo 3. Bitte vergesst nicht, uns weiterhin zu folgen unter twitch.tv/deaddevil1991 sowie twitch.tv/nastyscream. Auf YouTube findet ihr uns auch unter Devil TV Presents. Gebt es einfach oben mal in der Suche ein. Dann findet ihr auch ziemlich schnell unseren Channel. Alles klar, Leute, das war's von mir, eurem Pit und eurem Nasty, eurem Devil TV Team. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.